Es ist Pokal, da können wir Spannung fast garantieren. Wir beide an den Kommentatorenmikrofonen, Frank Buschmann und Manni Beugmann. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Freunde. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Łażikowski bewegt den Ball. Sofort abgezogen und der geht daneben. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Łażikowski bewegt den Ball. Großkreuz. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Jetzt greift er ihn an. Tolle Flanke. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Gut abgefangen. Kann er jetzt auch einen eigenen Angriff einleiten. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Subotic. Dem Lehrbuch, Manni. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Reis. Mike Hanke. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Die Flanke kommt nicht durch. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Łażikowski bewegt den Ball.
Die Situation wurde geklärt. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Flanke fliegt in den 16er. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Balleroberung, was machen Sie jetzt draus? Und jetzt, der geht neben das Tor. Wojcikowski bewegt den Ball. Freis. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Der ist nicht nur vorne brandgefährlich, der arbeitet auch gut nach hinten und zerstört so das Aufbauspiel der Gegner. Und die Abwehr aufmerksam. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn? Super Flanke, abgefälschter Ball und im Aus. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Subotic, und der ist drin. Wir gucken uns die Wiederholung an. Und man merkt, dass die Ecken intensiv sind. Jawohl, abgefangen. Gündogan. Schmid. Geht er rein? Das zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Schmid. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Mike Hanke. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Bender.
Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. In der Halbzeit eine knappe Führung. Ist es das schon gewesen? Ich kann da nicht recht dran glauben. Nee, also ich glaube, da ist noch alles drin hier, überhaupt keine Frage. Aber wenn das so weitergeht, dann dürfen die Jungs nach Hause fahren. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Mike Hanke. Der Ball ist frei. Bender. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung. Das muss man so deutlich aussprechen. Und jetzt haben sie es. Das Tor! Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Klasse erwischt, diesen Kopfball Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Eine Rangelei um den Ball. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Also, da schauen wir noch mal genau hin bei diesem Tor. Gerade noch mit einer klasse Parade der Held und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Ganz klare Führung jetzt. Mike Hanke. Stoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Eduardo. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Mike Hanke. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Das war eine faire Aktion. Und
Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Gündogan. Der Kopfball. Erstmal nur abgewehrt. Toll, wie er das macht. Und? Und der Ball prallt von ihm ab und landet ihm aus. Schmidt. Ein schöner Zweikampf. Jetzt ist er durch. Und er gibt abseits. Er gibt abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Błażejkowski. Schöne Flanke. Sven, Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Und er ist drin. Schauen wir doch mal hin, wie der Ball den Weg ins Tor gefunden hat. Im zweiten Anlauf, und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie liegen deutlich und klar vor. Das ist der haushohe Favorit und gleichzeitig Gastgeber. Und der hat die Erwartungen seiner Fans heute erfüllt und dem Herausforderer keine Chance gelassen. Und man muss ganz klar sagen, für die Gäste heißt es, diesen Tag aus dem Kalender streichen. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Er attackiert ihn, er will den Ball. Super Flanke. Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Starker Zweikampf in dieser Situation. Sofort abgezogen und unglaubliches Tor. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Klare Sache, Freistoß. Frische Kräfte braucht das Spiel, es wird ausgewechselt. Geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Piszczek. Gefährliche Flanke. Das war der Pfosten. Richtig gut gearbeitet in der Hintermannschaft. So stellt man einen Gegner zu. Eduardo. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Błażejkowski. Die Flanke kommt gut. Er steht genau richtig, genau da, wo der... Guck mal hin! Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten.
Teilstück geschafft. Eine Runde weiter. Und weiterhin lebt er der Traum vom großen Wurf. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.